Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Die letzte Folge ist schon ultra lange her. Das liegt daran, dass ich hier einfach momentan nicht so viel zeigen kann. Ich kann aber heute was zeigen und wir haben sogar ein Thema der Folge, denn ich erzähle es einfach gleich. Ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein bisschen meinen Garten schön erneuert, seht ihr ja gerade schon. Ich habe jetzt so zwei Pattern aufgebaut von Rosen und von Lilien. Die muss ich heute noch gießen, oh Gott. Damit ich neue Pflanzen bekomme. Freue mich schon drauf. Hier ist ein Geldbaum, den ich eigentlich nochmal ernten sollte, aber ich finde ihn eigentlich ganz nett. Und ansonsten habe ich hier einen kleinen Chill-Bereich mit einem Pool, schönen Sesseln und Musik. Sehr nice. Ich brauche noch ein schöneres Feuer als das hier. Also bisher das einzige. Dann haben wir hier noch den Ruhebereich mit Blick auf den Strand. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Und ansonsten planen wir gerade die ganze Insel um. Also nicht die ganze, aber einen Großteil. Zum Beispiel hier hat die Tanzmarie schon angefangen, Beete zu machen. Die werden aber später noch umgeplant. Die kommen in den Botanischen Garten. Habe ich ja schon mal davon erzählt. Und wir kultivieren ja eigentlich nur noch Blumen. Die kommen später dann alle hin. Ansonsten haben wir noch einen sehr schönen Eingangsbereich jetzt, der noch nicht ganz fertig ist, denn er ist nicht ganz symmetrisch. Gestern stand hier noch ein Haus. Und das können wir eigentlich kurz anpassen. So, jetzt ist es symmetrisch. Zwei schöne Wasserfälle. Hier sogar so eine Abflugtabelle, wann der nächste Flug geht. Fanden wir ganz niedlich, haben wir irgendwo mal gesehen gehabt. Und ich habe tatsächlich das passende Teil dafür gehabt. Also die Tanzmarie sich hier rumgekümmert. Hat sie sehr, sehr schön gemacht. Und des Weiteren sind alle umgezogen. Hier kommt unser neuer botanischer Garten dann hin. Den planen wir momentan noch. Wird richtig, richtig schön. Ich freue mich schon drauf. Wir werden sogar die Steine extra bewegen dafür. Und das neue Wohngebiet ist hier hinten. Das Haus steht noch falsch. Ist aber das letzte, was noch umgesetzt werden muss. Und hier wohnen jetzt Annalena, Rex, Heinz und Rüdiger. Genau. Die haben sogar schon einen schönen Garten. Diesmal kümmert sich die Tanzmarie drumrum. darum. Die haben hier so eine nette kleine Insel mit Wasserfällen. Und die können dann hier so, hier sogar vielleicht noch was haben. So richtig schön entspannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Tanzmarie daraus machen wird. Das ist ihr kleines Projekt. Mein kleines Projekt wird dann der Botanische Garten sein. Aber darum wird es heute nicht gehen. Sorry. Aber das hier braucht noch ein bisschen Planungsarbeit. Ich habe schon alles abgemessen und ich muss gucken, wo alles hinkommt, damit das auch richtig schön wird. Ist immerhin mein Beruf. Ich will das schön machen. Und worum es heute eigentlich geht, ist in diesem Haus versteckt. Ja, was wird uns hier wohl erwarten? Da, Silvia. Hallo. Ja, Silvia sieht leider aus. Sie hat mich gestern gefragt. Sie ist zwar eine unserer ersten Einwohner, aber ich finde es okay. Man muss immer offen für Neues sein. Und wenn Silvia uns verlassen will, ist das völlig okay für mich. Sie weiß, was gut für sie ist. Ich wünschte, Sunny würde uns verlassen endlich mal, aber das wird wohl ein Traum bleiben. Wir reden nochmal mit ihr. Happy Peach ist echt ein senkrechtes kleines Inselchen. Ja, ja, die Leute hier sind auch okay. Oh. Ja, ich habe schon mal mit ihr geredet. Vielleicht sagt sie ja noch was anderes. Da musst du dir mal pressen. Das hier ist bald die, dass ich hier bald die Zitter mache. Was ist das für ein Ausdruck? Du wirst mir doch brav Tschüss sagen, oder Taylor? Gnade dir, wenn nicht. Ja, wie sage ich auf jeden Fall Tschüss, haben wir ja hiermit getan. Und ab morgen ist dann hier ein leeres Haus. So, damit kommen wir dann zum Hauptteil dieses Videos. Wir suchen uns einen neuen Bewohner. Das heißt, wenn morgen das Haus von Silvia weg ist, haben wir hier einen freien Platz und können wieder auf meinen Insel neue Bewohner treffen. Und ich werde einfach auf ganz viele Meileninseln fliegen und dann den perfekten Bewohner für uns suchen. Wir haben so ein paar Favoriten, ich hoffe, ich treffe einen davon. Und deshalb ist hier ein Cut, weil wir müssen bis morgen warten. Mehr kann ich euch gerade gar nicht zeigen. Und wir sehen uns gleich. So, und da sind wir wieder. Ein Tag ist vergangen und Silvia ist leider ausgezogen. Das Grundstück steht leer und wir wurden überflutet von Manneken. Also von Ausstellungsfiguren. Nein, keine Sorge, das ist nur eine kleine Taktik. Ich und die Tanzmarie wollen momentan die Steine bewegen. Also die hier. Hallo Schnickchen, schön, dass du nicht wegläufst. Sehr mutig. Und dafür muss man die ganze Insel mit Manneken vollstellen. Hatte lustigerweise den Nebeneffekt, dass wir jetzt 5 Sterne haben und ich, das kann ich euch eben auch zeigen. Ganz oben. Weiter. Hier darauf Werkzeug umstellen können. Ja, wir haben die Goldkanne bekommen. Melinda hat uns gesagt, wir haben 5 Sterne und das ist die Belohnung und hey, Goldkanne. Wenn ich jetzt noch schwarze Rosen hätte, könnte ich goldene Rosen machen. Aber das ist heute nicht das Thema. Und auch dieses mit den Steinen ist heute nicht das Thema. Es sieht einfach nur lustig aus. Wir wollen heute auf meine Inseln gehen und neue Bewohner suchen.
Und dafür habe ich insgesamt 10 Tickets schon mal geholt. Ordentlich Werkzeug, weil ich ja auch irgendwie was mitnehmen will. Und ich denke mal, 10 reichen aus. Ansonsten habe ich noch 40.000 Meilen und wir finden irgendeine schöne Person. Naja. So, hallo Bodo, ich würde gern fliegen. Auf geht's! Okay, Bodo, dankeschön. Und da sind wir, sehr schön. Danke Udo fürs Landen. Ich weiß, was ihr alles tun muss. Gucken wir uns doch mal um. Oh, wir haben ein Reh mit Hut. Hm. Ah, ich spreche es immer auf jeden Fall mal an. So, dann gehen wir mal rüber. Natürlich, dass es regnet, hat er jetzt Regenklamotten an. Oder sie? Dina! Moin, wir kennen uns doch nicht. Ich bin Dina. Dachte, ich mache mal einen Kurztrip. Keine Ahnung, was hier so geht. Nicht so viel, glaube ich, irgendwie. Bisschen relaxen ist auch nicht so ganz verkehrt. Wenn man nicht übertreibt damit. Trip, trip. Hau rein, man sieht sich. Okay. Niedlich. Ich muss der Tanzparee Bilder schicken, denn die ist gerade unterwegs und möchte natürlich mitentscheiden, wen es hier so gibt. Okay, das wäre erledigt. Muss ich nur noch auf eine Antwort warten. In der Zwischenzeit gucken wir uns einfach mal... Sind das nur große Fische hier? Sehe ich das richtig? Nee, auch kleine Fische. Okay, alles gut. Keine Riesenfischinsel, das ist die Spiralinsel, ich weiß. Und in der Zwischenzeit suche ich dann einfach mal Objekte und Anleitungen. Oh Gott, das ist keine Anleitung. Ah, oh, okay. Ah, ein Objekt. Und es ist ein Kratzbaum. Oh, interessant. Okay, Marie meinte auch, das ist nicht perfekt und ich soll mal weiter gucken. Aber was ich auf jeden Fall noch auf jeden Fall Insel machen werde, ist nach Golderz suchen. Das sollte man nicht vergessen. Das war ein falsches Loch. Kann ich das so machen? Die Werkbank ist im Weg. Wir machen das jetzt einfach hier. Ich denke, so Eisenerz und Golderz werde ich mitnehmen. Ansonsten war es das eher. Okay, leider kein Eisenerz gefunden. Auf zur nächsten Insel! Hallo Bodo, ja, ich möchte doch mal fliegen. Bitte los, los. Danke, Bodo, fürs Vorbeibringen. Yay! Sieht nach einer anderen Insel aus, auf jeden Fall. Gucken wir doch mal. Oh, da ist auf jeden Fall eine Anleitung. Finde ich schon mal sehr schön. Kümmern wir uns erstmal darum, statt um den Bewohner. Anleitung finde ich immer spannend. So. Was haben wir? Ein Holzfäller-Rucksack. Den habe ich schon. Schade. So, und wer ist hier? Da hinten ist das Feuer. Es ist ein riesiger Adler. Okay. Immer noch nicht das, was ich erwarte. Aber... Reden sollte man wohl. Wir sind mal nett. Er wirkt etwas verstört, dieser Blick. Adrian. So, ein Zufall. Bist du auch zum Überlebenstraining hier auf dieser Insel? Man nennt mich Adrian oder auch gerne mal die Nummer 1. Und wie heißt du? Taylor vom schönen Inselchen Happy Peach. Verstehe. Kommt mir gerade recht, dass ich jetzt hier einen Rivalen habe. Schwingen. Wir können uns gegenseitig beim Sammeln von Material und neuen Höchstleistungen anspornen. Okay, der ist ein sportlicher Typ. Du guckst etwas creepy. Nee. Oh, Golderz, perfekt. Adrian, ich hab dich besiegt. Materialherausforderung hab ich gewonnen. Oh, und ein Item, es ist ein Bonbonsofa. Süß. Die ganzen Items werden wir uns am Ende mal angucken. Okay, Adrian, sorry. Aber deine Augen verfolgen mich. Udo, wir müssen weg hier. Hallo Udo, fliegen, ja, ja, schnell, schnell. Danke Udo fürs Vorbeibringen. So, das ist auf jeden Fall eine andere Insel. Eine Tanneninsel? Ne, ein bisschen gemischt. Interessant. Ich habe doch keinen Bewohner gesehen. Gucken wir mal nach einer Flasche. Auch noch nicht. Irgendwo auf der anderen Seite. Okay. Bewohner, wo bist du? Da oben. Es ist... Oh nein, ein Koala. Ich habe so schlechte Erfahrungen mit Koalern. Gucken wir nochmal eben nach einer Flasche und dann spreche ich mit ihr. Sie sieht eigentlich ganz nett aus. Sieht ein bisschen erkältet aus, könnte aber auch am Regen liegen. Hallo, wer bist du denn? Conny! Oh, ich habe gar nicht damit gerechnet, damit jemand auf dieser Tour zu treffen, Schnarch. Ich bin Conny und du bist? Aha, Taylor von Happy Peach. Nett, dass du die Zeit nimmst, mit mir zu reden. Neue Bekanntschaften sind doch das Beste am Reisen. Okay, die ist niedlich.
Bin mir nicht sicher, ob ich niedlich mag. Schickt mir mal Marie ein Bild. Oh, ein Item und es ist ein Wimpel. Oh, das sind so kleine Fähnchen, oder? Süß. Okay, Marie hat entschieden, ich soll das entscheiden. Ich finde Conny ja ganz nett. Also sie passt nicht ganz so in unser Metier. Also ich suche andere Leute. Sorry, Conny, du bist toll, aber ich glaube, ich muss weitersuchen. Hey, Bodo, lange nicht gesehen. Bitte lass mich hier weg. Danke, Udo, fürs schön beibringen. Immer wieder gern. Oh, das ist eine interessante Insel. So hügelig. Ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Gehen wir mal erstmal am Strand lang. Und gucken, wo das Lagerfeuer ist. Wahrscheinlich ganz oben drauf. Oh, da ist schon jemand. Ein Wolf. Oh, hallo Wolfi, wir sprechen gleich mit dir. Genau genommen reden wir jetzt mit dir. Oh, alle Steine sind hier oben. Sehr interessant. So, hallo Wolfi. Wer bist du? Weber. Weber, ich bin Weber. Bin aus der Laune raus hergekommen, aber die Insel ist gar nicht mal übel. Ich muss deinen Namen verpasst haben. Taylor, gut. Von Happy Peach kommst du? Das hier muss ja ein ziemlich gefragtes Schild sein, wenn die Leute von so weit kommen. Knurr. Okay. Interessant. Ich muss mal überlegen, wir haben sehr viele weibliche Gäste, wir haben aber auch relativ viele männliche Gäste. Lass mich mal eben nachzählen. So, ich habe mal nachgezählt, wir haben momentan 5 weibliche und 4 männliche Bewohner. Was mich eigentlich nicht stört, und ich hätte auch gerne einfach wieder 6, weil ich finde tatsächlich die Eigenschaften von den weiblichen Bewohnern um einiges besser als von den männlichen. Die männlichen sind meistens eher griesgrämlich oder die sportlichen sind ganz nett natürlich. Faulpelze sind auch irgendwo ganz cool, aber ich glaube, Rüdiger reicht mir, der mir irgendwie von seinem Essen, das er wochenlang in seinem Haus stehen hat, erzählt. Nicht so optimal. Und ich stelle mir mal eben Medizin her, damit ich mein Auge behandeln kann. Ich wurde nämlich vorhin von der Wespe gestochen. Ich weiß nicht, ob ich das eingeblendet habe oder nicht. Ah, jetzt sehe ich wieder hübsch aus. Huh. Okay, die Tanzparie hat geantwortet und das heißt, wir gehen weiter, denn Weber ist tatsächlich ein Miesepeter und Miesepeter sind nicht so unsere Lieblingsleute. Darum, Udo, wir müssen los. Okay, Bodo, jetzt schnell. Ich bin schon zum 5. Mal hier, bitte. Frag mich nicht immer, wo ich hin will. So, 5. Insel. Wen treffen wir hier an? Oh, es ist ein Frosch. Oh, ein Frosch ist cool. Sagen wir doch gleich mal Hallo. Du bist ja niedlich. Wer bist du? Paul. Bist du auch hier, um zu töchten, wie gut dich außerhalb jeglicher Simulation durchschlagen kannst? Tja, jetzt bin ich wohl der Schwierigkeitsgrad gesunken, denn wir sind schon zu zweit. Ich heiße Paul. Und du bist also Taylor von Happy Peach. Wenn irgendwas ist, kannst du auf meine stahlharten Muskeln verlassen. Schlürf. Aber du bist ja niedlich. Zumindest solange wir hier im selben Team sind. Oh, du bist niedlich. Und in der Zwischenzeit finden wir ein Dinner-Neon-Schild. Interessant. Oh! Junge! Heiliges Fischstäbchen! Ein Quastenflosser. Oh, cool. Ich warte eigentlich nur auf die Antwort von der Marie und Angel ein bisschen. Oh, ein Quastenflosser ist aber ganz nett. Hey, Paul! Hörst du mich da hinten? Du bist unser Gewinner. Die Tanzparie hat gerade mal und sie findet Paul auch sehr niedlich. Ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Guckt euch an, wie er niedlicher guckt. Diese Insel ist wie geschaffen zum Materialsammeln und gleichzeitig Muskelkater. Schlürf. Also gar nicht hierbleiben würde. Dauerhaft könnte ich nicht ohne meine Proteinshakes auskommen. Ich frage mich, ob es eine Insel gibt, die beides bietet. Wilde Natur und Sporternährung. Komm auf meine Insel. Wie bitte? Happy Peach ist für mich gemacht? Wir sind uns doch gerade erst begegnet. Aber ich habe das Gefühl, es ist vorherbestimmt, dass wir Trainingspartner werden. Wir haben auch einen Freund namens Heinz. Du wirst dich mit ihm verstehen. Gut, bei solchen Entscheidungen sollte man immer auf die Bauchmuskeln hören. Happy Peach, ich komme. Das wird legendär, Schlürf. Absolut. Oh, schön. Wir werden dann zwar Rivalen sein, aber die gute Art Rivalen. Solche, die sich immer gegenseitig anspornen. Also, wie läuft das, so wenn man umziehen will? Ich soll einfach diesen Tom Nock fragen? Klingt gut. Taylor, danke für die sportliche Einladung. Zum Dankeende erinnere ich dich dann täglich an Joggen gehen. Schlürf. Ach, na super. Aber Paul, ich freue mich schon, wenn du morgen auf unserer Insel bist.
Wir verziehen uns mit unserem geangelten Fisch und den Items und wir sehen uns gleich auf der Insel wieder. Udo, wir haben einen. So, wir sind wieder auf Happy Peach. Sehr schön. Wir können uns jetzt zum Ende der Folge nochmal angucken, was wir alles erbeutet haben. Und Paul ist dann in den nächsten Folgen da und den begrüßen wir dann auch ganz lieb. Wahrscheinlich ist er dann schon längst eingezogen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Er wird in hier wohnen. Oh, eigentlich ganz schön für ihn. Er hat so einen kleinen Teich, in der baden kann. So eine kleine gemütliche Ecke. Und ist am Meer. Also perfekt. Hier steht sogar schon verkauft. Ja, das Haus von Paul. Oh, super. Ich freue mich schon auf ihn. Sehr schön. Gut. Hallo Heinz, ich habe einen Sportfreund für dich gefunden. Hey, Dr. T, leg dir bei diesem Regen nicht auf die Nase. Katza. Oh, plaudern wir mal eben. Diese Bambusbank wirkt viel zu beruhigend. Ich stehe mehr auf Action. Ole, ole. Witzig, dass du darauf reagierst. Das habe ich noch nie gehört. Okay, cool. Habe ich hier irgendwo noch Platz? Diese Mannequins machen sehr viel Platz weg. Naja, gucken wir uns alles einfach mal. Ach, Wimpel sind für die Wand. Okay. Dinner Neon-Schild. Wir open. Oh, das habe ich sogar schon. Sehr cool. Was haben wir denn noch gefunden? Bonbon-Sofa. Süß. So mit dem Herzkissen? Ja, netter Fund. Und was hatten wir dann noch? Ein Spind. Nicht so interessant. Ja, ist halt ein Spind. Hab ich irgendwas vergessen? Den Kratzbaum. Ah. Auch niedlich. Oh, mit so einer kleinen Maus. Müsste ihr eigentlich Heinz schenken. So, liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und tschüssi.